So, hallo und herzlich willkommen bei MadMP Gaming. Heute wollen wir euch das Spiel Eurofishing vorstellen. Ja, wie man sieht, hier oben kann man so ein paar Einstellungen machen von seinem Profil. Das habe ich jetzt soweit schon gemacht. Hier kann man in seinen Angelkoffer gucken. Noch nicht allzu viel drin. Angelausrüstung im Laden. Ich habe schon ein bisschen angespielt. Deswegen könnte ich mir jetzt schon einige Sachen kaufen. Habe ich auch schon. Okay, wie auch immer, gehen wir einfach mal in den Spielemodus. Und da wir erstmal üben wollen, gehen wir zur Akademie. Dann gucken wir mal die Grundlagen des Angelns. Klicken, um zu spielen. Okay. Ja, das sieht ja schon mal recht schick Willkommen in aus. der Dovetail Games Euro Fishing Academy. Es ist ein schöner Tag hier am Ufer des Observatory Lake. Eine leichte Brise weht über dem See. Die Bedingungen sind perfekt, um die wichtigsten Fähigkeiten zu lernen, die du brauchen wirst, um erfolgreich zu fischen. Ganz egal, wo du die Angel auswirfst. Im Laufe dieser ersten Übung werde ich dir die Grundlagen von Dovetail Games Euro Fishing beibringen. Später werden wir sehen, wie die richtige Stelle mit verschiedenen Montagen und Ködern anvisiert wird und wie der perfekte Angelansatz geplant werden kann. Ja, okay, das war's dann wohl erstmal von seiner Seite. Ja, wie gesagt, schöne Gegend. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal selber aus der Nähe an. Überspringen wir das hier mal. Ah, da sind wir. Warum vertrittst du dir nicht etwas die Beine, um dich mit der Steuerung vertraut zu machen, bevor wir mit der Übung anfangen? Ja, weil wir einen Angelsimulator spielen und keinen Fußgängersimulator. Okay, das haben wir gemacht. Kamera bewegen. Geht so, alles klar. Mit der Maus. Gut, du hast den Dreh raus. Das wäre sonst ein langer Tag geworden. Vordrücken, um die Perspektive zu wechseln. Okay, machen wir. Rund um den See herum befinden sich Angelpfähle, bei denen du deine Ausrüstung aufstellen kannst. Du kannst einen Angelpfahl an einem Zeichen wie diesem hier erkennen. Lass uns fürs Erste diesen Angelpfahl beanspruchen und deine Angelausrüstung vorbereiten. Wenn du einen Angelpfahl beansprucht hast, gehört er dir. Niemand sonst kann am selben Angelpfahl fischen, solange deine Ausrüstung sich dort befindet. Bedenke aber bitte, dass wir deine Ausrüstung entfernen werden, wenn du dich zu weit entfernst und deinen Angelpfahl unbeaufsichtigt lässt. Dann kann sich dort jemand anderes niederlassen. Na, das wollen wir nicht. Gut, beanspruchen wir das Ganze. Drücken wir mal E. Gut, kommen wir nun auf die Angelausrüstung zu sprechen. Deine Montage und deine Köder sind nur zwei Werkzeuge in deinem Anglerarsenal. Nur mit der richtigen Montage und dem richtigen Köder können Karpfen gefangen werden. Wenn du deine Angelrute hältst, kannst du die Montage und den Köder ganz einfach wechseln, indem du dein Inventar öffnest und andere auswählst. Wir werden in einer anderen Übung erklären, wie die verschiedenen Setups funktionieren. Wähle erstmal einfach irgendeinen anderen Köder und eine andere Montage. Okay, Inventar öffnen. I. Ja, einen anderen Köder habe ich ja nicht. Also nehmen wir einfach nur einen anderen Haken, oder was? Schließe dein Inventar, wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist. Jo, bin ich. Gut, du hast deinen Angelpfahl beansprucht und dein Angelsetup ausgewählt. Jetzt werde ich dir erklären, wie in Dovetail Games Eurofishing ausgeworfen wird. Lauf zum Angelpfahl. Sobald du beim Wasser bist, sollte es dir möglich sein, den Schnurfangbügel zu lösen, die Schnur zu halten und zum Auswerfen in Position zu gehen. Bei gehaltener Schnur musst du nun die Rute nach hinten bewegen, bis das Blei hinter dir ist. Vergiss nicht, die Schnur festzuhalten, sonst fällt der Köder herunter. Okay. Rechte Maustaste gedrückt halten, Rute nach hinten, alles klar. Jetzt, wo das Blei hinter dir ist und deine Arme gestreckt sind, kannst du die Rute nach vorne drücken. Dies ist die Bewegung, die du meistern musst, wenn du den Köder weiter auswerfen möchtest. Versuch es mit einem Übungswurf, um dich damit vertraut zu machen. Okay, das war ja mal nix. Ist ja ein toller Trick hier. Warum wirft er das Ding nicht weg? Was hat er sonst gemacht?
Gut, da du nun etwas üben konntest, können wir uns an einem richtigen Wurf versuchen. Ach so. Bewege die Rute erneut nach hinten, bis das Blei hinter dir ist. Dieses Mal lässt du die Schnur beim Vorschnellen der Rute los. Das Timing muss stimmen, um einen guten Wurf hinzubekommen. Probiere es aus und versuche, weiter als 15 Meter auszuwerfen. Wenn dir das nicht beim ersten Versuch gelingt, dann hol die Schnur ein und versuche es nochmal. War ich eben schon ein bisschen voreilig, wa? Na gut, das war ja mal gar nichts. Das waren 10 Meter und keine 15 Meter, okay? Gar nicht so einfach, hier den richtigen Punkt zu treffen, wa? Gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt aber. 18 Meter, wunderbar. Du kannst den Grund durch die Vibrationen der Rute einschätzen, wenn der Köder darauf trifft. Zu wissen, über was für einen Boden du fischst, ist wichtig, denn du musst die passende Montage und den passenden Köder verwenden. Mhm. Das habe ich jetzt nicht gemacht, oder was? Leider beißen die Fische im Moment nicht an. Lass uns also die Schnur einholen und für heute Schluss machen. Okay, linke Maustaste. Super, das war's für heute. In dieser Übung haben wir dir gezeigt, wie ein Angelpfahl beansprucht, wie über dem Kopf ausgeworfen und wie die Schnur eingeholt wird. Weil du so fleißig warst, gebe ich dir sogar ein paar Angelpunkte. Die kannst du verwenden, um im Angelladen neue Ausrüstung freizuschalten. Den Laden kannst du im Hauptmenü finden. Du hast außerdem ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Erfahrungspunkte, auch XP genannt, geben an, wie erfahren du als Angler bist. Je mehr du bekommst, desto mehr Herausforderungen werden sich dir öffnen. Jetzt kennst du die Grundlagen von Dovetail Games Eurofishing. Gut gemacht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Übung. Ja, dann war's das erstmal für den ersten Teil des Tutorials. Ganz herzlich möchte ich mich auch erstmal bedanken bei unserem Partner gamesplanet.com, die uns dieses Spiel zur Verfügung gestellt haben. Und dann sehen wir uns gleich im zweiten Teil wieder. Petri, ei!